Ein Kugeldiagramm mit Excel, also kein Blasendiagramm. Und in diesem Kugeldiagramm soll die der Erfüllungsgrad hier als Höhe, hier in Form von diesen roten Füllstandsanzeigern angezeigt werden. Das ist im Prinzip hier ein Säulendiagramm, das über Primär- und Sekundärachse ausgerichtet ist. Und ich möchte mal zeigen, wie ich das erstellt habe. So, dafür schauen wir kurz hier erstmal in die Tabelle. Ich habe hier vier Projekte. Ich habe definiert die grüne Kugel, Höhe 1, also 100% umgerechnet. Und der Füllstand, der wird hier dynamisch ermittelt. Also wenn ich jetzt hier auf 50% zum Beispiel zurückgehe, wird die Kugel nur zur Hälfte gefüllt hier. Ich möchte das auch so ausrichten natürlich, dass ich hier zum Beispiel Gesamtstatus ausrechne, dass ich mir hier, weiß ich nicht, den Mittelwert dieser vier Kugeln hier noch hole. So, nicht mittlere Abweichung, der Mittelwert so, von den Vieren. Dann habe ich einen Durchschnittswert 43%. Ja, und dann erweitere ich das Diagramm einfach um diese zusätzliche Zeile. Und dann wird mir der Gesamtstatus hier auch noch angezeigt. Also dieses Diagramm erzeuge ich jetzt ausgehend aus diesen Zahlenreihen hier. Vier Zeilen mit Informationen, wie weit dieses Projekt fortgeschritten ist, und viermal der Zahl 1. So, was brauche ich dafür? Ich brauche dafür erstmal hier ein Diagramm. Ich markiere diese Werte, klicke aufs Register einfügen, und bei Diagramme finde ich Säule, 2D-Säule, ein ganz normales 2D-gruppiertes Säulendiagramm. So, und dieses gruppierte Säulendiagramm, das zeigt mir nun die 1 jeweils hier in Blau neben dem roten Füllstand hier. Das ist mein Projektfortschritt. Und ich werde nun als erstes mit rechter Maustaste auf die roten Säulen klicken, um die Datenreihen auf die Sekundärachse zu bringen. Das heißt, ich möchte einfach rot und blau die Säulen übereinander liegen haben. Ich klicke mal auf Schließen und sehe aber nun, dass die Säulen nicht den gleichen Maßstab haben. Hier geht die Skala bis 1,2 die Achse und hier nur bis 0,7. Das muss ich noch kurz ändern. Ich werde generell beide Achsen mal auf 2 justieren. Das heißt, hier einen Doppelklick drauf, Klick-Klick auf diese Achse und das Maximum auf 2 legen, schließen. Und hier ebenfalls, hier Klick-Klick, das Maximum auf eine 2. Und dann sehe ich nämlich wirklich hier 50-50 bei Teilprojekt D, na, die Säulen hier, die blaue 1, die rote reicht nur bis zur Hälfte, haben den gleichen Level. So, jetzt tausche ich die beiden Säulen gegen Kreise aus, gegen volle Kreise. Ich lösche erstmal hier die Linien, draufklicken, entfernen drücken. Ja, wie mache ich das? Doppelklicken auf die Säulen, Klick-Klick oder rechte Maustaste Datenreihen formatieren. Und ich möchte keine blauen Linien haben, ich möchte ja Kugeln. So, wo kriege ich denn Kugeln her? Die muss ich irgendwo als Grafik vielleicht liegen haben. Ich habe schon Grafiken angelegt. Füllung, ich klicke auf Füllung, ich klicke auf Bild und Text, Texturfüllung und klicke auf Datei. Und da habe ich jetzt zum Beispiel grüne Kugeln. Grüne Kugeln, klicke auf Einfügen und klicke auch auf Stapeln, Stapeln auf Höhe 1. Pro Kugel eine volle, pro Kugel über eine Einheit. Ich klicke mal auf die roten. Auch hier klicke ich auf Füllung, auch hier auf Bild und Texturfüllung, auch hier Datei, auch hier habe ich einen roten Kreis mir schon abgespeichert. Klicke auf Einfügen. So, der ist nicht so ganz rot, den habe ich so rosa gemacht. Und hier soll der halt nicht 0,4 hoch sein oder dieser Kreis 0,2 hoch. Hier gilt ebenfalls, der Vollkreis ist 1. Und da halt der volle Kreis hier nur erreicht wird, wenn auch 100% erreicht sind,
Ja, wird er halt entsprechend gekürzt, abgeschnitten und auf Schließen erstmal geklickt. Das heißt, ich habe hier sich zwei überlagernde Kreise. Der hintere ist immer voll dargestellt, der vordere nur so hoch, wie halt der Erfüllungsgrad ist. Den Füllstand, den lösche ich hier mal. Auch die Achsen könnte ich jetzt eigentlich löschen. Ich klicke drauf, drücke Entfernen. Somit werden mir nämlich unten die einzelnen Bereiche, wo die Kreise stattfinden können, ein bisschen breiter. Und jetzt muss ich noch den Abstand zwischen zwei Objekten angleichen. Also ich habe hier einen Kreis und diese Breite hier, 150% Abstand zwischen, also das anderthalbfache zwischen zwei Objekten. Ich klicke mal hier doppelt drauf, klick, klick. Diese 150%, die reduziere ich einfach auf 0. Den Regler rüberschieben. Das gleiche, ich klicke mal hier direkt auf die roten. Das gleiche bei den roten Füllstandsanzeigern. Und ich klicke auf Schließen. So, jetzt vielleicht noch die Werteformatierung. Ich klicke auf Layout, Datenbeschriftungen und möchte dort die Werte oben innerhalb der roten Flächen haben. Vielleicht mit rechts noch angeklickt, mit rechter Maustaste, ein bisschen vergrößert die Werte. Auch hier die Teilprojektnamen mit rechts angeklickt, ein bisschen vergrößert. Ja, und jetzt habe ich hier mein Kugeldiagramm mit den gefüllten Kugeln und könnte jetzt hier einfach auch noch eine Kugel ergänzen. Na, machen wir mal Teilprojekt E, auch hier eins als Kugel. Nehmen wir mal eine 25%. Ja, jetzt klicke ich einmal auf die Reihen einfach, na, einfach ins Diagramm und ziehe hier diese blaue Linie nach unten. Dann wird mir die fünfte Kugel auch noch angezeigt. Ich muss das ein bisschen verbreitern hier, damit das halbwegs passt, damit Höhe und Breite übereinstimmen. Aber das ist voll dynamisch, beliebig einzustellen, 100% hier. Ja, wenn ich auf 120% gehe, dann wird dann natürlich die zweite Kugel drüber angesetzt, Übererfüllung. Aber ja, vielleicht könnt ihr was hiermit anfangen. Ja, vielleicht noch kurz, wie ich die Kugeln angelegt habe. Ich habe PowerPoint geöffnet, rechte Maustaste, PowerPoint gestartet. So, und habe hier einfach mir aus den Formen eine Ellipse gezogen und einfach ins Blatt geklickt. So, das ist ein Kreis. Diesen Kreis habe ich farbig gefüllt, ne? Den habe ich irgendwie eingefärbt, den Rand habe ich auch eingefärbt. So, vielleicht trifft man sogar die gleiche Farbe. Und wenn man jetzt hier mit rechter Maustaste draufklickt, kann man die Form hier als Grafik speichern. Ja, und ne, das habe ich genannt halt Kugel, in dem Fall wäre das die blau. Und dann hätte ich halt entsprechend eine blaue Kugel, die ich ebenfalls für die Kugeldiagramme nutzen könnte. Und dann halt PowerPoint wieder geschlossen. Nicht speichern.